Wesenbesessene. Vielleicht ist das nicht hier irgendwelcher Krimskrams, sondern ein Geheimcode, den man knacken muss. Da packt Rocky wieder seinen Windbeutel aus. Ja, um die Gegner durch den Wind zu drehen, also. Durch den Wind drehen. Durch den Wind drehen. So, geht's nicht weiter. Wind, da unten Wind, ist eine Nadia. Nadia. Nadia! Wir kommen und retten dich. Ja. Ich wette, ich wollte dich ansprechen. Und vor allem, wir retten den Loot. Zu, wie ich dich rette. Wir retten den Loot vor den Gegnern. Oh, das ist ein Boss. Generisch. Generator. Malwurf Widerstand. Yay. Mehr Punkte. Freu. So einen Hafen sichern und danach retten wir die Überlebenden. Kann ja kaum alles gleichzeitig machen. Okay, ich glaube, es gereicht. Jetzt müssen keine Gegner mehr kommen. Außer die kommen jetzt. Gegner, hast du es hier an? Ich war schon vorher da. Bevor du außerdings gesagt hast. Nee, die waren eigentlich schon da, als du gesagt hast, es sollten keine Gegner mehr kommen. Papa will Filz. Jetzt gibt es noch eine Tinktur. Die sind eigentlich jetzt schon alle tot fast. Schauen, das Leiche. Schrott. Ich habe schon vorhin wieder gehört. Hey, seid ihr noch da? Ja, immer herein spaziert, immer herein. Okay, sind alle vernichtet. Was war das? Eine Saison. Das ein Mini-Hühnchen. Das habe ich nicht gesehen. Achso, mein Mini-Hühnchen. Mini-Hühnchen, die explodieren nach ein paar Sekunden. Explodieren hat, ja. Oh, hier hängt ein Bild. Zwei Bilder. Checken, nicht auf Details achten. Das ist ungesund. Hier durch den Weg. Sie und Faron. Noch ein Überlebender? Nein, ich gehöre zur Armee. Auch wenn ich nicht so aussehe. Wir kommen in der Hölle. Ah, wir sind in Zantel. Wir sind hier draußen eingeschlossen, durch die Ätherischen vom Widerstand abgeschnitten. Keine Sorge, ich bin keine Zivilistin. Ich habe eine Armee bei mir aus beschworenen Dingern. Das ist kein beschworenes Ding, er war schon von Anfang an hier. Ja, Watching, das Spiel. Kann ich hier rausholen? Kannst du zurück zum Widerstand bringen? Es gab aber noch andere. Ein weiteres Erkundungsteam. Hast du sie gefunden? Sind in Sicherheit. Jetzt müsstet ihr von hier verschwinden. Das sind gute Neuigkeiten. Nachdem wir uns aufgeteilt hatten, konnte ich sie nicht wiederfinden. Ich nahm an, dass sie tot sind. Was immer du tun musst, um uns hier rauszuholen, ich bin bereit. Riftgate? Ich weiß schon aus. Ja, Chick, lass das Schwert stecken. Ja, so süß. Gibt's wieder einen Mann des Türkan? Das ist nicht mal ein Schwert, das ist eine Geißel. Einhandzepter. Legendär. Ja. Oder ist schon wieder hier? Achso, die Erinnerung. Legendary. Okay, ich durfte die auch aufsammeln. Oh, die waren kaputt, sind wir gar nicht mal da unten, dahinter was untersuchen. Wie scheu ist das denn? Wildnis. Eine Truhe. Wildnis mit Überraschungsangriff. Mächtige Neverkrone. Okay, ich bin jetzt die Königin des Never. Ich bin eisiger Lauf des barmherzigen Nordens. So kannst du mich jetzt nennen. So kannst du mich jetzt nennen. Auf alle Fähigkeiten in Arkanist. Das kann er bist. Pistole, Frostbrandschaden, Kälteschaden, wahrscheinlich dafür Frostbrandschaden, Gefrierung, Position. Arkanist. Die haben Gefrierwaffe. Brand. Ja. Arkanist. Ab zum Richtung Kronhügel, ja. Ab zum Palast.
mal die Palastwache ausschalten. Ja, 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 ja. Ach. Der Torwächter. Welcher Torwächter? Weiß ich nicht. So, jetzt können wir das Ding sprengen. Das Palasttor. Die Tore zum Brunnenhügel sind schwer befestigt. Es wäre ein extrem mächtiger Sprengstoff notwendig, um sie aufzusprengen. Gut, dass wir beides haben. Sehr schön. Anhand der Biegung des Tores. Ja, ist von hat die Explosion innen stattgefunden. Ich weiß. Hinterfragen wir es aber nicht. Das geht nicht, da, sorry. Hey, Ulgrim. Einspruch. Einspruch. Ah. Einspruch. Was ist denn da? Der ist ja eben. Ich bin alleine hier, also... Ja, er ist nicht allein hier, aber alleine als anquatschbarer Typ. Er ist halt der Anführer der Gruppe. Ja. Sie werden sicher nichts dagegen haben, wenn wir uns selbst hineinlassen. Hm. Wir haben geglaubt, es gab keine Antwort, also haben wir die Tür eingetreten. Und innen. Denn so funktioniert das. Also, was tun wir jetzt? Was meinst du mit, wir sind auf uns allein gestellt? Wir sind immer auf uns allein gestellt. Hast du jemals was gemacht, Ulgrim? Aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen, die Lüftung, Schächte, ne? Zerstören. Sabotieren, eigentlich zerstören und dann, dass ich... Wenn wir schon schaffen. Wie geht's aus? Ach ja. Jetzt noch die Nebenaufgaben abgeben und dann... Für Gardein, da war noch der Festungseingang. Ist gerade ein Reden oder so? Kann ich dann. Du musst es abgeben. Okay, gut. Nicht, dass du im Gespräch bist und dann ich dann reingehe und dann das Gespräch abgebrochen. Na, erstmal die Verrückte. Ich verkaufe gerade mal, welchen Händler finde ich besser. Come see what's left of my wares. Ah, Reina! Erstmal mit dir. Zum Glück hast du uns rechtzeitig gefunden. Was für ein Albtraum. Wieso trägst du eine Maske? Hast du was zu verbergen? Ja, was habt ihr eigentlich da draußen gemacht? Nun, vielleicht hast du es schon erraten. Ich bin kein Händler wie die anderen. Als ich hörte, dass sie auf dem Weg in die Stadt machen... Was sie sich auf dem Weg in die Stadt machen, entschloss ich mich, ihnen zu folgen. Die Neugier hatte mich gepackt. Ich wollte sehen, wie schlimm die Situation geworden ist, es mit eigenen Augen zu sehen. Also in anderen Worten, sie ist einfach nur eine Schaulustige, die steht. Man erfährt sehr viel von dem, was in dieser Stadt passiert. Die Geister sind in Aufruhr, gestört von den Machenschaften unserer außerirdischen Invasoren. Außerirdische Invasoren, okay. Ist die Geist verwirrt oder so? Außerirdisch. Aber die Tierischen sind doch von hier. Nicht außerweltlich? Hier gibt es Energien, gute als auch böse, wie ich sie noch nie zuvor gespürt habe. Du musst dich einfach auf sie einlassen. Das klingt ein wenig gefährlich, wenn du mich fragst. In der Tat, aber das kann sich lohnen. Ich kann spüren, wie die Geister an meiner Seele zehren. Du hast das bestimmt auch gespürt. Nein. Aber wir müssen widerstehen, denn ich fürchte mich vor dem, was sie wirklich sind oder was aus uns werden könnte. Meine Aufgabe ist es, dem Widerstand zu helfen, also werde ich hier bleiben und jeden beraten. Komm zu mir, wenn du Hilfe benötigst.
Okay, ich weiß schon mal zu, wen ich nicht hingehe, wenn ich Hilfe brauche. Nicht zu mir. Spaß. Ey, Verrückte. Ich hab dein Ding gefunden. Du schon wieder, ich erinnere mich. Ja, tu ich. Ich erinnere mich daran, dass du etwas finden solltest, was ich vergessen hatte. Hast du gefunden, was ich verloren habe? Ihren Verstand. Es gibt auch eine Option, wo ich den Zettel behalten kann. sind wir mal so nett hier. Das ist sowieso nur irgend so ein komisches Gauderwelt. Ich verstehe keinen Typ. Hm. Oh, der Zettel, ja. Es sind Anweisungen für das, was ich verloren habe. Und was hast du verloren, wenn die Frage erlaubt ist? Ich weiß es nicht. Aber jetzt kann ich es finden. Ich weiß, wo ich es finde. Ein Zettel wird es mir verraten. Ja, dann sei mal vorsichtig da draußen, ne? Hm. So, ich mache jetzt einen auf NPC. Na, ich stand zwar die ganze Zeit neben dir, Yvonne, aber hast du dein Ding schon gefunden? Ich erinnere mich. Ich sollte dir danken. Danke für das, was du getan hast. Ja, freut mich, dir zu helfen. Ich werde nicht vergessen, dass du mir geholfen hast. Ja. Der ganzen... Sie hat in der Zwischenzeit, wo ich nicht mit ihr gesprochen habe und nur die ganze Zeit neben ihr stand, nicht das Ding gefunden, was sie gesucht hat. Unerhört. Ja. Pharon! Gibt's noch, haben wir was NPCs. Danke, dass du uns gerettet hast. Ja, für dich. Okay, Vivien! Ich finde, der Direktor könnte bei uns sein. Hm. Er wird aber nicht hier sein. Markus! Danke, dass du uns gerettet hast. Ja, wir helfen doch gerne. Nur solange Ratte auf meine Finger schaut. Ich meine natürlich... Weißt du, ich glaube, dass ich das letzte Mal, dass ich mich freiwillig gemeldet habe, um zu helfen. Ja. Ich glaube, den Satz, den ich gerade vorgelesen habe, war nicht grammatikalisch korrekt. Aber sie hören. Ich arbeite bei den Docs. Ich halt gelernt Deutsch bei Yoda haben. Oder so. Soll ich gerne zur Festung? Ich habe dort draußen nichts zu suchen. Brauchst du jemanden, der schweres Zeug trägt oder ein Schiff entlädt? Bin ich dein Mann? Nicht Frau. Er ist mein Mann. Aber Rappi hat doch schon gesagt, dass ich verheiratet bin. Echt? Okay. Hast du es vergessen? Wir ja, stimmt, ja. In Vegas? Ja, ich weiß. Wir da gelandet sind? Ja, ich weiß. Aber sobald es zum Kampf kommt, bin ich dir keine große Hilfe. Es ist nicht so, als würde ich es nicht versuchen, aber ich weiß nur nicht, was ich tue. Du hast an den Docks gearbeitet? Ja, unten bei dem Black Iron. Einer der ersten Orte, die nach dem Angriff der Ätherischen fielen. Es wollten wohl verhindern, dass die Leute aus der Stadt fliehen oder verhindern, dass die kaiserlichen Streitkräfte ablegen, um uns zu retten. Die meisten meiner Freunde starben da unten, als die Angriffe losgingen. Wäre Corinia nicht gewesen, wäre ich auch tot. Ja, was ist denn geschehen? Leute haben angegriffen, Punkt? Als die Schlacht begann, waren die Barrikaden der Wache und die Black Iron Docks die ersten Orte, die sie getroffen haben. Die Stadtwache wurde dezimiert. Ganze Bataillone wurden abgeschlachtet, während sie schliefen. Das habe ich zumindest gehört. Am nächsten Morgen waren nur noch ein paar Dutzend von ihnen übrig und in der ganzen Stadt verstreut. Als der Alarm losging, dass Black Iron angegriffen wurde, reagierte niemand darauf. Wow. Wow. Die dachten sich auch nur, ja, ja, ist eh nur ein Testalarm. Ja, ist eh nur ein Testalarm. Oh, wir waren schon alle tot. Wir versteckten uns im Keller eines alten Depots. Als niemand zur Hilfe kam, dachten wir, dass wir sind am Ende. Doch dann kam Checken und alles änderte sich. Die Ätherischen kamen immer näher. Wir konnten nichts tun, außer hier rumsitzen und über unsere Änder nachzudenken. Dann kam Corinia. Sie kam euch zur Hilfe? Nein, sie hat alles geändert, indem sie kam. Mhm. Wie aus dem Nichts kamen sie mit einer kleinen Gruppe von Wachen. Sie haben die Ätherischen im Nu vernichtet, aber Corinia hat die meisten erledigt. Sie muss wohl fast 100 von ihnen getötet haben. Mhm.
Sie hat sich ihren Weg in unser Versteck freigekämpft. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter. Sie ist nicht einmal außer Atem gekommen. Jeder Zentimeter dieser Frau war voll mit Dreck und Blut bedeckt. Das ist unvorstellbar. Faszinierend. Weil sie hatte noch aber etwas Zentimeter. Etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ein Feuer in ihren Augen, als würde sie etwas antreiben. Und was ist danach passiert? Das klingt irgendwie so ein bisschen als Corinne, ja, nicht so ganz menschlich, aber hey. Nee. Lass uns weiter rumgrimmen. Corinne erzählte uns vom Widerstand, der sich hier versteckt. Und sie sagte, dass sie uns während unserer Flucht Deckung geben würde. Aber wir mussten rennen, wie noch nie zuvor. Ich wollte mich nicht streiten. Wir liefen in die Richtung los, in die sie zeigte. Ich drehte mich nur einmal um was ich sah, bereitet mir immer noch Albträume. Sie und die Wachen wurden von allen möglichen Kreaturen umzingelt, dachte mir, dass es niemand lebend rausschaffen würde. Aber Corinne hat natürlich überlebt, ne? Mhm. Nagia konnten sich die meisten von uns in Sicherheit bringen. Die Wachen fragten, was mit Corinne und ihren Truppen passiert war. Aber wir nahmen an, dass sie ums Leben kamen. Aber in jeder Nacht, gleich nach Sonnenuntergang, tauchte sie bei den Toren auf, ganz allein. Sie sah aus, als ob sie aus der Hölle kam. Aber sie war da, gesund und munter. Ja, hatte nur ein bisschen Dreck im Gesicht, aber keinen einzigen Kratzer. Lass mich raten. Eine ganz schön starke Frau. Ja, klingt, als wäre ihr etwas schuldig. Aber klingt auch ganz verdächtig, zweifellos. Deshalb habe ich auch zugestimmt, da draußen und Hyram zu helfen. Naja, finde lieber einen anderen Weg zu helfen, denn anscheinend bist du wirklich nicht dafür geschnitzt. Naja, vielleicht ist die Dame auch so wie Ulgrim, so eine göttliche Avatar. Wir sind alle göttlich, ey. Außer Kutschicken. Revier! Ach, so halt wie eben Mokdrogon auch. Mhm. Ja, bitte vergib mir. Wofür? Du hast schon so viel für uns getan, aber ich muss dich um Hilfe bitten. Ja. Denn wir sind die einzigen Leute, die imstande dazu sind, irgendwelchen Leuten zu helfen. Die anderen stehen hier einfach nur rum und tun nichts. Worum geht es denn, Rivia? Meine Mutter und meine Tochter wurden mitgenommen, als das Kerzenviertel angegriffen wurde. Diese Dinger strömten einfach durch die Stadt und trieben die Frauen und Kinder zusammen. Einige wurden lebend mitgenommen, aber sie haben sogar die Tote mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie noch leben. Es wäre wohl gnädig, wenn sie tot wären, aber ich muss es wissen. Ich kann nicht mit dem Gedanken leben, dass sie irgendwo da draußen sind und leiden. Ich werde tun, was ich tun kann und gucken, ob ich sie finde. Und wenn ich sie finde, keine Ahnung, holen wir sie zurück oder lösen wir sie? Mal gucken. Captain Wilfor, wir haben, glaube ich, irgendwelche Dinge für dich getan. Ja, schön für Kylon, dass er wieder an die Arbeit gehen kann. Setzt sie gut ein. Also, ach ja, die Vorräte, die wir gefunden haben. Natürlich, wir sind doch gründlich, dass wir deine Agenten gefunden haben. Und wir tun hin und wieder gerne mal Sachen, bevor wir überhaupt fest zurückkommen. Hoppla! Egal. Ich konnte sie ja nicht einfach so zurücklassen, ne, in dieser Hölle. Die Elche Mutter gehen. Ja, keine Aufgaben mehr. Ja. Andere sollten lieber im Hafen arbeiten. Nicht wahr, Mister, mit dem ich vorhin gesprochen habe? Also, Wilfor, was nun? Sie ist noch nicht bereit. Kam, sorgt fürs Corinne, der bereit ist, damit sie mit uns über ihre Pläne
Wieso ist sie nicht bereit? Sie hat doch ein gelbes Fragezeichen. Mhm. Ist sie jetzt bereit? Vivor? Vivor? Hörst du mich schon wieder an? Machen doch immer. Immer. Ja, wir sitzen im selben Boot, obwohl wir im Land stehen. Dann noch die anderen Statisten befragen. Statisten? Ayram! Ich kann dir gar nicht genug danken. Wir werden hier draußen in ernsthaftesten Schwierigkeiten gesteckt. Du musst uns bestimmt unser Leben... Du hast uns bestimmt unser Leben gerettet. Was habt ihr draußen eigentlich gemacht? Captain Wilfor sagt, das Lager braucht dringend Nachschub. Bevor das alles anfing, war ich Händler. Also dachte ich, ich könnte vielleicht helfen. Ich schnappte mir eine Gruppe von Leuten, um die Stadt abzusuchen. Hättet ihr mal auf uns gewartet, ne? Wir waren völlig unvorbereitet. Gleich als wir die Kasernation verließen, wurden wir umzingelt. Und bevor wir reagieren konnten, schnappte eines dieser riesigen Dinger, Joffrey, und zerquetschte ihn mühelos. Nein, nicht Joffrey! Ja, Bruder Joffrey. Ja, damals Oblivion. Solange es nicht Martin ist. Ich geriet in Panik. Wir konnten diese Dinger nicht besiegen. Wir mussten fliehen. Sie hätten uns niemals da rausgehen lassen dürfen. Hm. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe mich jetzt tierisch von dem Geräusch erschrocken. Von dieser Rabenkrähe. Was jetzt im Hintergrund gerade kam. Oh. Meine Nerven liegen blank, Hilfe. Ja, zum Glück habt ihr ja überlebt, ne? Mhm. Ich habe meine Lektion gelernt. Überlasse das Kämpfen denjenigen, die darauf vorbereitet sind. Captain Wilfor sagt, wir können immer noch helfen, jetzt da die Basis sicher ist. Also werde ich einen Laden aufstellen. Ich sollte bald bereit sein, falls du an Vorräte interessiert bist. Und Nadja! Gut, dass du rechtzeitig aufgetaucht bist. Wir wären wohl nicht mehr lange verborgen geblieben. Wir könnten hören, wie diese Dinger überall patrouillierten. Ja, aber was habt ihr eigentlich da draußen gemacht? Bevor die Stadt überrannt wurde, waren wir Händler und Lieferanten. Hiram dachte, es wäre eine gute Idee, auf der Suche nach Vorräte zu unseren Läden zurückzukehren. Also hat er uns freiwillig gemeldet, um den Widerstand zu helfen. Zugegeben, es ergab Sinn. Schnauzerabe. Aber wir hatten keine Ahnung, wofür uns dieser armselige Idiot gemeldet hatte. Er wusste es wohl auch nicht. Leute wie wir haben kein Recht zu kämpfen. Naja, jetzt seid ihr ja in Sicherheit, ne? Also schwamm drüber. Hm. Ja, dann dir. Da schon wieder. Hör mal, jetzt da der Widerstand diese Basis wieder aufgebaut, werde ich wieder einen Laden eröffnen. So schlecht wie die Dinge vorhin liefen, denke ich, dass Hiram recht hat. Leute wie wir müssen uns erheben und kämpfen. Wir werden es einfach von den Mauern aus tun. Ja, los Leute, steht auf und guckt den Rest der Folge im Stehen. Mhm. Okay, steht gerade auf. Ja, steh auf, wenn du ein Zuschauer bist. Steh auf. Ich sollte bald bereit sein. Komm zu mir, falls du etwas brauchst. Mach ich. Oh, irgendwann, wenn wir Lust haben, kommen wir vorbei. Coronia, wie lautet dein Plan? Alles töten. Moment, die Rettung der Frauen? Waren da nicht noch ein paar Männer dabei? Haben wir wohl übersehen. Ja, Damsel in Distress. Auch Männer können, ne, jungen Frauen in Nöten sein. Ja, besonders Männer. Ja, gern geschehen, ne? Hast du noch mehr Leute, die ich vielleicht retten soll? Alle? Ah, scheiße, sind wir fertig mit den Aufgaben hier. Ja, be a deer and kill a paw. A paw? And kill a paw, ja, nein. Mhm. And kill a few. Kill a paw. Ja,
Paar wie ein Paar. Ich mische wieder Englisch mit Deutsch. Oder Kopfgeldtisch angucken. Ach so. Das heißt, wir müssen... respektiert sein. Fraktionsfenster J. Ja. Also habt ihr nicht Hauptfest für uns. Oh, 513 ja. Punkte dafür. Egal, wir müssen dafür eine weitere Idee verdienen. Ja, freundlich. Hm. So, ich bin schon bei der beim Festungsturm. 507. Ich bin bereits beim Festungsturm. Den nicht. Den ich bin bei den Untoten verhasst. Ah. Für dich schicken. Wir müssen jetzt ein paar Untote töten. Ich habe gerade wieder in Dinge verkauft. Ich würde auch gerne Dinge verkaufen. Ach so. Ja, sorry, dass ich lesen muss, wenn du verkaufen kannst. Ja, ich kann passieren. Ich gehe einfach noch Devil's Crossing. Ist zwar weiter weg, aber hey. Hab ich denke nur an sich. Was? Wo war denn das denn? Ich denke auch daran, dass Chicken nicht hier unschuldige Leute töten soll. Dass Chicken auch verkaufen muss, ist egal. Ja. Seht ihr, er hat ja gesagt. Was? Oh, das kann ich auch noch vorlesen. Noch mehr Dinge zu lesen, yay. Wieso wird das nicht gestapelt? Merkwürdig. Papi, wieso merkwürdig? Ey. Weiß ich nicht. Ich brauch einen Gesundheitstrank. So. Ich brauch einen Gesundheitstrank, sonst sterbe ich. Oh nein. Das wollen wir doch nicht. Danke, Kiesel. Charakter. Nee. Was wollen wir für einen Kraken? Magisch. Ich vergesse es immer, wo es steht. 3? 5. Übernatürlich. 17 Tote. Ah, ich hab. Ich glaube, ich noch 14. Dann ist das nächste entweder Blitz. Erlittener Schaden. 4443. Ein Schadenspunkt zu wenig. Ja. Nein, wie kann das sein? Open the door. Latsch. So 23. Stapeln. Flatsch. Da ist noch Flatsch. Ist doch Flatsch, Rappi. Ah, ich hab hier noch so. Ich weiß nicht wofür. Ich auch nicht. Oh, der Ding jetzt hier. Nee, der Unsinn. Boah, 5 Hübe natürlich für den Kraken. 2 Handwaffen brauche ich dafür. 40% Schaden. Das ist Molars Leben, 10 Jahresgeschwindigkeit, 4 Zaugeschwindigkeit. Zaugeschwindigkeit, Schadenstypen, Laufgeschwindigkeit. Mr. Kraken. Schaden, für Widerstand. Mr. Ist oben links. Und sind Rallen. Ist das? Du bist das Shedile. Shedile. Verderbter der Geister. Verderberer. Habe ich einen Verderberer? Ich hab Verderben. Übernatürlich. Ich will wissen, die Fledermaus kriege ich 3 Punkte.
Firma Skill 2 Punkte. Miasma. Scharfschütze. Königlich. Vorbild. Brenner Schwefel. Da schon. Feder. Nee. Ja, ich glaube, Fledermaus und Feder reichen. Ich höre, dass ich viermal die gleichen Sets Ausrüstungsgegenstand habe. Da! Ah. Ja, ganz schön doof, ne? Checken. Hm. 180. Obwohl, da habe ich Todesblitz drauf, ne? So. Naja, wenn du gerade verkaufst, kann ich kurz auf Toilette. Oh, und ja, ich war schon vor der. Ich war schon vor der Aufnahme Toilette. Anscheinend nicht. Na, tschüss, Rappi, ne? War schön, dich gekannt zu haben. Ich hoffe, du hast ein erfülltes Leben dort, wo du jetzt hingehst, auf Klo. Ja, guck mal, plus 730 Schaden pro Sekunde. Obwohl, mit der Waffe. Na gut, die macht Chaos-Schaden, die macht Ether-Schaden. Beeinträchtigt das eigentlich? Mein Todesblitz? Wow! 10.000! 142! Gekauft! Gekauft! Platz für nicht. Ein Dreierplatz. Ja, wir mal einen da schon raus. Da kommst du rein. Und für euch muss ich neue Dinge kaufen. Nein! Ich hab das immer noch nicht runtergenommen. Habe ich eigentlich noch. Was bist du für eine Komponente? Gezackter Stachel. Gezackter Stachel. Zwei Stück habe ich noch.